Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme unserer Reihe Buckets, Bucket Plugins programmieren. Wir haben beim letzten Mal hier den Ping Player geschrieben und heute geht es bei mir um den Mute Player, also relativ simples Mute-System. Das Ganze machen wir jetzt einfach mal so, dass wir halt erstmal anfangen, wie ich das auch schon beim Ping Player gemacht habe. Als erstes schreiben wir uns halt die Packages. Standard Package, in diesem Fall nenne ich das halt das ganze Projekt Mute, dementsprechend heißt es halt hier auch Mute, heißt die Hauptklasse wird Mute, dementsprechend machen wir dann uns wieder eine kleine Klasse mit einem fx18.mute.listener, das ist dann sozusagen hier drin wird unser Chatlistener kommen, und dann machen wir nochmal eine Klasse, die yellowfx18.mute.utils und hier reinkommen die Plugin Utils. Ich möchte einmal zu Anfang sagen, für die Leute, die jetzt sozusagen gerne ein Mute-System haben möchten, was mit einer Config arbeitet, die können sich am besten jetzt hier oben in der Infocard einmal das mit der Config ansehen, wie es mit der Config zu machen ist. Da ist nämlich sozusagen eine Erklärung, wie man mit Config jetzt arbeitet. Dann kann man das Ganze hier, was ich auch sozusagen jetzt in der ArrayList speichere, halt prinzipiell in die Config schreiben. Ich möchte aber prinzipiell nur erstmal erklären, wie überhaupt die Idee hinter einem Mute-Plugin funktioniert, beziehungsweise wie das Ganze an sich funktioniert. Und jetzt noch das Ganze mit der Config machen, würde extrem lang werden und das können wir uns ersparen. Ja, als erstes müssen wir halt hier noch zu unseren Properties, unserem Java-Build-Path, halt eine externe Jar hinzufügen. Die ist jetzt bei mir hier. Ich glaube, unser Test-Server war beim letzten Mal auf der 1.13. Nicht lügen, es ist ein outdated Bild, das finde ich schon mal sehr gut. Bitte lieber Server, sag mal kurz, welche Version du hast. Ich nehme jetzt einfach erstmal die 1.13.2. Jetzt sehen wir auch gleich, welche Version wir haben. Und dann 1.14.3, ja gut, okay, dann machen wir es halt anders, dann packen wir hier die 1.14.3 rauf. Move, add external jars, gut, so umso besser, dann wird es die hier sein, das macht keinen Unterschied. So, dann extenden wir halt wie immer das Java-Plugin, wie ihr es auch schon kennt. Dann fügen wir halt die Standard-Funktion hinzu, public void on enable und public void on disable. So. Damit haben wir sozusagen unsere Standardmethoden erstmal hinzugefügt. Die onDisable, da wird halt nichts reinkommen. Wir werden aber hier noch was hinzufügen, nämlich einmal public static mute m. Das ist sozusagen unsere Main-Methode. Das m wird gleich this abgekürzt. Für die Leute, die sich jetzt modern m, ja, das ist ja nicht sozusagen Java-Konvention. Ja, prinzipiell ja. Das ist aber halt immer die Main-Methode und dieses eine M ist halt sozusagen jetzt ein Sonderfall, den ich halt immer für mich so handhabe. Wenn ihr das nicht so machen wollt, könnt ihr es gerne anders machen. Public Static Void, dann schreiben wir halt in den Plugin-Utils Public Static Void Setup. Das ist sozusagen unser Aufsetzen unseres ganzen Systems. Dann haben wir noch Public Static Void Load Listener und Load Comments. Das solltet ihr eigentlich von mir schon wissen, dass ich das immer so genau aufbaue. Ihr solltet, wenn ihr sozusagen sagt, ihr möchtet es lieber anders machen, dann macht es lieber anders. Ich möchte aber dazu sagen, es ist immer sinnvoll, wenn ihr durch alle Projekte einen Leitfaden euch zieht. Bei mir ist es halt so, dann kann jeder, der dann die Projekte sieht, kann sich daran langhangeln und findet dann halt auch den ganzen Kram. Des Weiteren, umso leerer eure Klassen sind, umso eher ist die Chance, dass halt auch jemand anders leben kann. Load. So. Dann haben wir den ganzen Load-Kram. Setup können wir einfach hier laden mit plugin-utils.setup. So, damit haben wir das Ganze. Dann machen wir eine Sache jetzt hier in die plugin-utils rein. Das ist einmal eine public static ArrayList player muted players. Das sind sozusagen unsere Players, die halt sozusagen die wir gemutet haben. In der ArrayList. So, player. Ja. So, damit sind unsere Player hier in dieser ArrayList drin. Da packen wir die später hinzu. Dann haben wir jetzt hier den Chat-Listener. Der muss dann halt Extends-Listener. Was ist Extends? Extends-Listener. Bitte. Ja, nein, es ist Implements.
Ja, das kommt, wenn man sich gerade nicht im Klaren ist, ob es ein Interface ist oder nicht. Org-Bucket Event implemented. So, und dann schreiben wir halt unsere Methode public void on player async player chat event. Player chat event event e. Das schreiben wir event aus, sorry. So. Dann haben wir jetzt also ein Player-Chat-Event. Hier haben wir einfach Player P ist gleich e.getPlayer. Ach, event.getPlayer. Und dann schreiben wir auch halt als Player aus. So. Hier noch ein Semikolon dran. Dann aber den Player importieren. Damit hat sich das Ganze. So. Dann fragen wir ab, if plugin-utils.mutedPlayers.contains Player. Dann machen wir e.event.setCancelled true, so, und dann setzen wir halt hier oben, senden wir noch eine Message player.sendMessage pfc du wurdest gemutet. So, damit kriegt dann halt die Nachricht, dass er gemutet wurde. So, und jetzt können wir uns halt einfach einen Comment noch schreiben, dann machen wir uns ein neues Package für das ist halt auch recht simpel. d.jfx18.mute.comments new class und dann halt mute comment hier implements comment executor. Für die Leute, die halt noch nicht wissen, wie man mit comment executoren umgeht, einfach mal bitte jetzt oben in der Infocard das Video anklicken, da erkläre ich einmal, wie man mit halt Comment Executoren arbeitet. Die haben schon ihre CMD Level. Die sind halt relativ sinnig, weil dann nicht alles in der Main-Klasse rumfliegt. Ist für uns natürlich auch sehr schön zum Arbeiten mit. Return solltet ihr immer auf True setzen, ansonsten kriegt ihr sozusagen euer Comment, euren Comment, den ihr eingegeben habt, wieder zurück. Dann fragen wir halt ab, if Sender Instance of Player. Damit fragen wir ab, ob er halt auf ein Player in diesem Fall ist. Wenn ja, dann gehen wir hier weiter. Dann machen wir den, wissen wir, Player ist gleich halt der Sender gecastet zu einem Player. Warum können wir das sozusagen machen? Dass wir sozusagen den Player halt den Sender casten, weil der Sender ist halt sozusagen. Jetzt gerade doof. Also der Comment-Sender ist sozusagen ist übergeordnet und ein Player ist sozusagen eine Unterkategorie davon. Beziehungsweise der Comment-Sender ist, glaube ich, jetzt ein Interface oder eine Abstract-Klasse, je nachdem, und dementsprechend können wir es casten. So, was haben wir jetzt sozusagen gemacht? Jetzt haben wir unseren Player P. Dann fragen wir ab, if args.length gleich 0. Wenn es halt nur mute ist, dann sagen wir halt p.sendMessage. Ach, player.sendMessage. VFC, bitte gebe einen Namen zum Muten an. So. Und ansonsten nehmen wir halt, wird halt mindestens ein Argument da sein, das reicht ja aus. Das heißt, wir machen einen Player muted gleich bucket. Get player exact und dann args 0, das ist unser erstes Argument. Oh, und ziehen ihn. Dann fragen wir ab, if muted nicht gleich null. Weil wenn muted halt null ist, dann soll er halt nicht weitergehen. Wenn er nicht gleich null ist, dann schreiben wir halt Alarm auf C, auf A, der Spieler plus muted.getName plus wurde gemutet. Für die Leute, die jetzt fragen, warum getPlayerExact, naja, darüber kann ich halt den Player mitziehen, der halt genau diesem Namen entspricht. Ansonsten, wenn er halt 0 ist, schreiben wir, der Spieler ist offline. So. Und hier müssen wir halt den Spieler jetzt hinzufügen. Das heißt, wir packen jetzt hier, wir haben ja gesagt, dass er gemutet ist. Das heißt, wir packen plugin utils.mutedplayers.mute
Add und dann kommt hier Muted rein. So, damit ist das unser gemutete Player, gemutet wegen Permissions. Das müsstet ihr euch dann selbst nochmal, wenn ihr die sozusagen haben wollt, müsstet ihr die selbst halt einmal hinzufügen. So, jetzt können wir einfach das Ganze einmal kopieren. Comment schreiben, nicht Mute Comment, sondern Unmute Comment dran. Das heißt, also wie gesagt, kopiert euch einfach das Kommando, ist halt jetzt kein großer Unterschied, zum Unmuten an. Das ist halt prinzipiell genau das gleiche Kommando, nur dass wir halt das halt einmal umschreiben müssen. Der Spieler muted.getName wurde geunmuted. Das klingt so beschissen, aber egal. Und hier müssen wir halt einfach removen. Das heißt, der Spieler wird dann halt entfernt. Und somit können wir unsere Spieler unmuten und muten. Im Chatlistener wird halt blockiert. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch hinzufügen. Das heißt, einmal hier Plugin Manager gleich New Plugin Manager. Damit laden wir uns einmal den Plugin Manager. Ich bin nicht doof. Ist halt bucket.get Plugin Manager. Sorry. So. Dann machen wir Plugin Manager. Load. Add. Nein, nicht. Register Events, New Chat Listener. Und hier kommt jetzt der Trick, dafür brauchen wir unser mute.m. Da ist nämlich sozusagen, wir brauchen ja unsere Main-Klasse, weil wir es hier bei einer anderen Klasse machen, müssen wir unsere Main-Klasse ziehen. Die haben wir statisch auf m gesetzt und dementsprechend können wir sie ziehen. So, jetzt müssen wir noch bei den Comments nichts Größeres machen, außer mute.m.getComment. Und das ist halt mute.setExecutorNewMuteComment. So, und damit haben wir sozusagen das Ganze auf den Mute-Comment gesetzt. Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal für den Unmute-Comment. Mit Unmute, so. Damit haben wir sozusagen unseren Kram hier. Und jetzt fügen wir nochmal was hinzu. New Until Text File. Name ist Mute Player. Ist Mute. Author ist, bin ich. Version 0.1. Dann Main Klasse ist de.bellofonix18.mute.mute. Und Comments haben wir Unmute und Mute. Das war es auch schon. Das heißt, hier machen wir es so, wählen das aus, geben an Plugin YML, ist hier jetzt drin, damit können wir das Ganze exportieren. Export, New Jar File, dann heißt es aber nicht Ping, sondern jetzt Mute. Finish. Und damit haben wir das Ganze. Das heißt, wir starten jetzt einmal unseren Server. Nebenbei starten wir mal eben unser Minecraft. Und dann können wir uns erstmal, also wie gesagt, es wird jetzt gerade auch nicht geprüft, ob man sich selbst muten kann. Das sollte aber prinzipiell kein Problem darstellen. Das könnt ihr auch selbst hinzufügen, dass man sich sozusagen nicht selbst muten kann. Ich denke, so weit seid ihr hoffentlich schon. Ansonsten müsstet ihr einfach mal ein bisschen so die Tutorials durchgucken. Ja, aber man kann sich jetzt selbst muten, damit können wir es halt sozusagen jetzt mit einem Spieler testen. Ansonsten halt einfach abfragen, dass der Spieler mutet, nicht der Spieler ist, der es halt ausgibt. So. Und connecten wir uns einmal direkt zu unserem Localhost-Server, der fährt auch noch gerade hoch. Ja, der gute 1.14-Server, so super performant. ja, so. Jetzt sind wir dem Server beigetreten, jetzt sehen wir auch die Plugins. Mute ist jetzt auch drauf, das heißt, wir können jetzt einfach Mute eingeben. Bitte gebe einen Namen zum Muten an. Mute YellowFix18. Jetzt kann ich Teststrahl Z. Warum wird das nicht genommen? Der Spieler wurde gemutet. Ich wurde bitte auch beim Mute. Contains Player. Wie wäre es mit dem Add-Event-Händler? Fällt mir gerade so auf. Da haben wir ja unseren Fehler. Es tut mir leid, das sollte natürlich nicht vorkommen. Aber den Event-Händler, den darf man nicht vergessen. Dann exportieren wir nochmal neu, laden nochmal den Server neu, müssen dann halt uns nochmal muten, weil wir jetzt sozusagen die Array ist ja geleert wurde, jetzt sind wir gemutet worden, du wurdest gemutet. Jetzt kann ich halt auch unmute, meinen Namen eingeben, jetzt kann ich wieder schreiben. Ja,
Und so einfach funktioniert ein Mute-System. Also in diesem Fall eine Arraylist. Arraylisten könnt ihr auch mit der CFG speichern. Habe ich, glaube ich, auch mit der Config speichern. Habe ich ja, wie gesagt, vorhin schon mal das Config-Tutorial sozusagen einmal angemerkt. Einfach das uns anschauen. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt was davon gelernt. Und ja, ansonsten, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach in die Kommentare damit. Und ansonsten würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.